Mein Name ist Sophia, ich studiere im 8. Semester Physiotherapie und ich habe mich letztendlich damals für die Hochschule entschieden, weil der Studiengang Physiotherapie in der Form, wie er hier angeboten wird, eigentlich ja nicht vielen anderen Hochschulen angeboten wird und für mich das sehr attraktiv war, dass man kleine Kurse hat und auch immer den Praxisbezug da mit dabei hat. Und ja, ich habe es letztendlich auch nie bereut, hierher gekommen zu sein nach den Jahren, die ich jetzt hier an der Hochschule studiert habe. Hallo, ich bin der Jan. Ich studiere Architektur an der TH Rosenheim. Wieso Rosenheim? Also super Gegend hier. Ich komme aus der Gegend. Deswegen war die Entscheidung für mich recht einfach. Das Besondere hier ist, gerade bei meinem Studienfach, dass auch die Innenarchitekten hier mitstudieren, dass wir auch ein bisschen denen über die Schulter schauen können quasi. Und das ist eigentlich ganz cool. Da hat man so ein bisschen den Austausch. Man hat halt die ganzen Projekte, die Möbel und so weiter. Und man hat auch unsere großen Projekte dann. Dann kann man einfach die Modelle sehen. Man trifft sich in der Werkstatt zusammen und es ist einfach ein schönes Miteinander hier. Auch ein schöner familiärer Campus, sehr klein, kleine Gruppen. Und da findet man sich auch recht schnell zurecht. Für die TH Rosenheim habe ich mich damals entschieden, weil ich ursprünglich ein Münchner Kindl bin eigentlich. Aber ich mal aus der Großstadt raus wollte und was anderes erleben wollte. Und ich wollte ehrlich gesagt auch jetzt nicht an einer großen Hochschule oder Uni sein, sondern irgendwas Familiäres haben und nicht nur eine Nummer sein, sondern vielleicht auch, dass die Professoren mich kennen, dass man schneller Anschluss findet. Und bin deswegen dann eben zur TH Rosenheim gekommen, weil mir da auch die Umgebung so gut gefallen hat. Und im Nachhinein hat sich auch alles mehr als bestätigt. Servus, ich bin der Julian, bin 21 Jahre alt und studiere Innenausbau an der Technischen Hochschule in Rosenheim. Ich habe vorher Schreiner gelernt. Und von dem her war es klar, dass ich irgendwas in der Richtung Holztechnik oder allgemein im Bereich Technik studiere. Und dann bin ich relativ schnell fündig geworden, da die Hochschule Rosenheim dafür bekannt ist für die holztechnischen Studiengänge. Und dann bin ich auf Innenausbau gestoßen und habe mir gedacht, genau das machst du jetzt.